Spiel 5. Smudo. Michael. Wissen die Leute eigentlich, was wir machen, wenn wir nicht rappen oder auf roten Stühlen sitzen? Das will ich mal nicht hoffen. Ich schon. Wir gucken Filme. Geile Filme. Die besten Filme. Alle Filme quasi. Wir sind die Filmexperten schlechthin und dadurch prädestiniert für dieses Spiel. Und warum spielen wir dann hier nicht mit? Freue ich mich auch, weil wir viele Talente haben vielleicht. Müssen wir ein andermal kommen und dann werdet ihr richtig gefickt. Und bis dahin spielt ihr dieses Filmspiel. Wie es genau geht, erklärt euch Steven Kettchen. Feel Good Movies. Dieses schöne Spiel trägt den tollen Namen Feel Good Movies. Und während ihr euch vornehmlich streitet, hat ProSieben gesagt, wir setzen euch Gegner entgegen, bei denen Teamplay an vorderster Stelle steht. Hier ist eine kleine Familie. Hier sind Annemarie und Wayne Carpendale. Hallo. Hello. Das muss man eins, wie die Schweizer. Oder waren es die Österreicher? Schön, dass ihr da seid. So, hallo. Es geht um Filme. Ich weiß ja, ihr liebt Filme. Absolut, Steven. Ja, total. Annemarie und Wayne, wie lange dauert es, bis ihr euch auf der Couch für eine Serie oder einen Film gemeinsam entschieden habt? Bis ich nachgebe. Nee, oder manchmal einen ganzen Abend gar nicht. Wir gucken auch manchmal einen ganzen Abend nur Trailer. Ist wirklich so. Echt? Ja, und dann so irgendwie, nee, jetzt zu spät. Gut, also ihr seid auf jeden Fall voll im Thema drin. Ne? Wir sehen ich wollte eigentlich was Sportliches machen, aber ich musste mit ihr ran. Also insofern. Ja, du kannst ja trotzdem gleich sportlich was machen. Okay, ich bin gespannt. Komm uns entgegen. Du kannst gleich sportlich etwas machen, weil ich erkläre euch jetzt, worum es geht. Ihr müsst euch jetzt ganz schlau aufteilen. Jeweils einer von euch aus jedem Team muss Filmtitel erraten, allerdings blind vorne an diesem Tisch. Euer Teampartner wird euch gleich Gegenstände anreichen, von denen er oder sie glaubt, dass sie durch die Berührung oder durch das Ertasten einen Filmtitel damit assoziieren könnt. Wir spielen gleich nacheinander. Es gibt pro Runde immer zwei Filme. Verstanden? Ganz wichtig, hört mal ganz kurz zu. Ja, wir reden schon. Sobald der Requisitengebende den Filmtitel gesehen hat, startet die Zeit. Der oder die Ratende hat zwei Möglichkeiten, diesen Filmtitel zu erreichen. Haut auf den Buzzer, wenn ihr meint, ihr habt den Filmtitel raus. Sagt ihn, wenn es falsch ist, läuft die Zeit weiter, solange bis ihr dann den Filmtitel richtig erratet. Wer die schnellere Zeit hat, gewinnt. Wir spielen pro Runde. Und wenn man zweimal falsch hat, dann ist Schluss. Ja, wenn ihr zweimal falsch habt, dann müssen die anderen ja erstmal, dann gibt es keinen Punkt, aber dann müssen die anderen ja erstmal einen machen. Okay. Ne? Gut, also drei Punkte, um das Spiel zu gewinnen. Und jetzt dürft ihr euch entscheiden, wer rät, wer bringt. Du hast es eben schon mal ein bisschen. Das heißt, er bringt. Nee, er rät. Du rätst. Dann kommt er endlich mal zu Wort. Okay, Wayne ertastet. Oder? Ja, ich taste gern. Es ist die Frage, ob du bei uns der Wayne oder er die Annemarie bist. Also ich vermute, überlegst dir gut. Ich vermute, in dem Fall bin ich jetzt mal der Wayne. Also du redest auch. Also zwei Versuche habt ihr pro Filmtitel. Ja, ich weiß, also ich kann mir, weiß ich jetzt auch nicht. Guckst du mehr Fernsehen oder ich? Ihr spielt Fortnite vor allen Dingen. Wir sind sehr super viel am Zocken, deswegen haben wir wenig Zeit. Online und so. Wissen wir jetzt Also, ich würde mich jetzt auch erstmal hinsetzen. Ja, gut. Ich glaube, also Wayne setzt sich hin, Klaas setzt sich hin. Ihr setzt bitte dann die Blindbrille auf. Also, Klaas, zu deiner Linken ist der Buzzer, Wayne zu deiner Rechten. Setzt die Brille bitte auf und wir rollen die Requisiten rein. Boah. Für euch beide, Anne und auch Joko, ihr könnt so viele Requisiten nehmen und anreichen, wie ihr wollt. Dürfen wir sie jetzt mal so schon... Ja, warte mal, ihr bleibt mal ganz kurz an meiner Seite. Also, hier räumen wir sie rein. Ihr könnt schon mal ein bisschen gucken. Nützt ja nichts, weil die anderen müssen es ertasten. Gut, wir fangen mit... Vorsicht. Joko an. Leg das nochmal zurück, Anne. Ja, Entschuldigung. Nach dem Zufallsprinzip, du wählst jetzt sozusagen von diesen beiden Filmen einen aus. Mhm. Und den anderen bekommt dann... Ach so. Wer ist eine Erdbeere? Den möchtest du? Okay, sehr gut. Wunderbar. In der Sekunde, in der ich dir ihn zeige, starte die Zeit. Ready? Oh Gott, okay. Auf die Plätze, fertig, los. So, ich darf den. Das ist jetzt derselbe Film, ne? Habe ich das richtig verstanden? Ich darf jetzt nichts machen, oder? Du darfst nichts machen? Okay. Ist das jetzt derselbe Film, den jetzt beide gleichzeitig ertasten? Nee, ich mach nichts. Ah ja.
Nacheinander, wie ich kann, kann ich ihm nach und nach die Produkte bringen? Ja. Du kannst alle auf einmal nach und nach, ohne was zu sagen. Warte. Mhm. Das muss da rein und dann. Auch nicht beschreiben. Ich habe noch einen. Schweig, Herr Winterscheid. Wenn ich jetzt. Darf ich so oft sagen, wie ich will? Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Du musst aber den Buzzer hauen. Du hast zwei Versuche. Ach so, nee, dann nicht. Zeit läuft. Was Zeit läuft, also. Du hast den Filmtitel richtig gesehen und verstanden. Oh. Ja, ich frage ja, ob du ihn kennst. Wenn du siehst, was ich da hinstelle, müsstest du wissen, dass es richtig ist. Ja, deswegen frage ich ja. Anne, du, komm, du kannst auf Abstand ein bisschen an meine Seite kommen, damit ich er da rumwerkeln kann. Ich versuche zu lernen, sorry. Was da so alles. Was gibt's denn da noch? Was würde denn da noch in die. Klaas, wenn du glaubst zu wissen, welcher Filmtitel es ist, dann hau auf den Buzzer, weil du hast ja zwei Versuche. Ach, scheiße, da. Vielleicht bist du ja direkt richtig. Warte. Ich weiß. Vergiss alles, ja? Was? Ich vergiss alles. Jetzt. Ah, ich weiß. Auf den Buzzer hauen. Sag. Forrest Gump. Richtig. Ah, fuck. Oh. Ich hab die Pralinen-Schachtel nicht gesehen. Also. Bei einer Minute 31,7 Sekunden hast du raufgedrückt. Ich war jetzt schon, gilt es für Wayne, ich war schon den bei, Filmtitel ich noch einen Koffer in Berlin. Schneller zu erraten. Wir sammeln die Requisiten gleich ein nach dieser ersten Runde. Jetzt kommt euer Filmtitel. Den zeige ich dir. Wayne, volle Konzentration in der Sekunde, in der du siehst. Anne, startet die Zeit. Mhm. Ist gerade. Was ist das? Kann ich das essen? Nimm mal das. James Bond. James Bond. Sehr gut. Du musst natürlich auf den Buzzer hauen und dann die Antwort geben. James Bond ist in diesem Fall richtig. Ihr wart schneller. Erster Punkt geht an das Ehepaar Carpendale. Sehr gut. Ich mach mal sauber, Schatz. Wie zu Hause. Ja. Vielen Dank. Du machst mal sauber wie zu Hause. Nicht. Und die. Gut. Ich verrate nicht, welche die anderen Requisiten auf dem Tisch waren. So, jetzt starten wir mit dir. Du darfst dir aus zweien etwas auswählen und dann kriegt Joko sozusagen das andere. Ready? Mhm. Okay. Eis. Ja. Ice Age. Du sagst Ice Age. Und das ist absolut richtig. Nach 13,3 Sekunden. Ist das schon der zweite Punkt vielleicht? Das wusste jetzt schauen ich auch. Wir, was der liebe Joko macht. Hier kommt euer Film. Ja. Dirty Dancing. Buzzern! Dirty Dancing. Oh, alter Falter, Glück gehabt. Dirty Dancing ist richtig, 9,1 Sekunde. Boah, Klausi. 0,3, sehr gut. Scheiße. Jungs, denkt dran, Wayne und Klaas. Carry the watermelon. Genau, ihr müsst auf den Buzzer hauen, sonst bringt es nichts. Ja, das habe ich jetzt auch. Gut. Ja, jetzt haben wir's verstanden. Also, 1:1 nach dieser zweiten Runde. Blöd. Das ist sehr gut. Jetzt sehr spannend. Geht es wieder los mit Joko und Klaas. Oh, guck mal, volle Konzentration. Ja, das ist schlimm, man steht davor, man kriegt so einen richtigen Tunnelblick, man sieht die Sachen nicht mehr. Welcher Film soll es sein? Okay. Oh. Hä? Oh, Joko, nicht sowas jetzt, hä? Oh, shit. Fuck. Bennys Video von Michael Haneke. Nein. Du kannst so viel sagen, wie du willst, solange du den Buzzer nicht betätigst. Mit der Kamera. Ihr dummen Schweine, ey. Ja, du hast. Hier.
sein. So. Ja. Zwei läuft. Du hast zwei Versuche. Psst. Ah, fuck, was ist, wäre denn da noch passend hier? Hast du noch was, Anne? Ja, ich guck gerade. Ja, guck ja, aber du musst ihm nicht helfen. Gesucht. Anne, du musst ihm nicht helfen. Ja, du aber kannst ihm, aber du willst ja gewinnen. Nee, lass doch jetzt, Michi, dir das mal nicht ein hier, wenn Anne und ich. Fifty Shades of Grey? 50 Shades of Grey? Nicht buzzern. Die Zeit läuft weiter, ist falsch. Einen Versuch hast du noch. Ah, ich kenne. Das ist auch schwierig. Das erste wär's. Aber ich finde es total nett. Also du bist wirklich ein Teamplayer, ne? Du, ich hab ehrlicherweise das, was er da, diese kleinen Dinger da, das habe ich tatsächlich gesucht, aber. Knast? Ja, aber das ist nicht mehr. Knast. Und wie läuft's bei dir, Klaas? Geht gerade so. Also, ich fühle mich wie du beim Trailer schauen. Man weiß nicht so richtig, was es jetzt werden soll. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was Joko plant. Also ich denke irgendwie, weil alles, was hier liegt, passt zu den Sopranos langsam hier. Es gibt so mehrere Möglichkeiten. Du hast noch einen Versuch. Zu töten und. Keine Serien, Filme. Joko, was ist das für ein wirres? Ja, es ist. Verwirrst du mich? Besser werde ich, glaube ich, leider nicht. Also, es tut mir wahnsinnig leid, aber das. American Beauty? Yes. Das ist richtig! Wie bist du jetzt auf American Beauty gekommen? Die tanzende Tüte. Die tanzende Tüte, das hier hat mich verwirrt. Und dann die Rosenblätter und wie heißt noch diese blonde Schauspielerin? Genau, die da in so einem Ding liegt. Und hier der Grabscher, hier, wie heißt er? Kevin Spacey. Gut, also 2 Minuten 30. Filmtitel ist richtig, das müsst ihr unterbieten. Ihr seid dran. In der Sekunde, in der du den Filmtitel siehst, Anne, geht's los. Wayne, du musst raten. Kannst du viel reden, wie du willst. Wenn du den Buzzer haust, hast du nur 2 Versuche. Und los geht's. Das ist gemein. Ach nee. Ha? Komm, Schatz. Was? American Pie? American Pie ist richtig. Das war schneller. Damit der 2. Punkt für Wayne und Anne. Und wir machen weiter mit dir. Und du könntest jetzt im Prinzip den Sack zumachen, gemeinsam mit deinem Ehemann, wenn du gut anreichst und er schnell rät. Aber ihr habt noch eine Chance. Hier sind 2 weitere Filmtitel und du suchst dir einen aus. Welcher soll es sein? Du möchtest den haben. Mhm. Okay. Bist du bereit? Mhm. In der Sekunde, in der ich dir den Filmtitel zeige, starte die Zeit. Ihr habt 2 Versuche, um ihn richtig zu erraten. Mhm. Los geht's. Never ever. Da habe ich keine Ahnung. Schatz, das wird nix. Kann man auch aufgeben, nächster Ruf, ne? Nee, ich kann's nicht. Ich habe gerade Blackout, was den Film angeht. Das man kann auf jeden Fall aufgeben, das ist überhaupt kein Ding. Wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung hat, warum nicht aufgeben? Ja, ich habe wirklich. Ist ja auch für die Zuschauer. Also ich würde den Film übernehmen und würde die laufende Uhr mitnehmen. Nee, kannst du gerne machen. Ich kenne den Film tatsächlich gerade nicht. Aber ich versuche es dann einfach mal mit. Nee, ist ja tatsächlich schwierig. Hm. Jetzt wünschte ich mir, ich könnte dir helfen. Hast du den Film gesehen? Weil du eben, ja, ich habe den Film mehrfach gesehen. Also ich meine, gesehen, welchen wir. Ja, also ich hätte einen Gegenstand, wo. Aber das ist jetzt auch fiese sozusagen. Nee, aber das machst du nicht, weil wir führen ja. Nee, ich meinte auch fiese sozusagen. Ich hätte einen Gegenstand, der wäre so. Das würde wollt ihr noch ein bisschen labern? Ja. Also die Zeit läuft momentan. Warum blickst du denn deine Taktik? Ja, tatsächlich, ich habe gerade keinen. Ich weiß gerade nicht, was das der, welcher Film das ist. Deswegen tatsächlich Schachmatt. Schachmatt? Ja. Okay, komm, also ich darf wenigstens raten. Ja, rate, du hast 2 Versuche. Hau rauf. Ein Film, den ich nicht kenne, Schatz. Oh, shit. Armageddon? Okay, falsch. Zeit läuft weiter. Und, Wie heißt der andere, den du nicht kennst?
Ja, King Kong, keine Ahnung. King Kong. Ist auch King falsch. Kong. King Kong hätte ich. Gut, also beides falsch. Es wäre The Big Lebowski gewesen. Was wäre denn das Symbol gewesen, Joko? Das Glas. So, Joko und Klaas müssen. Nee, warte. So. Wir haben ja noch Requisiten da oben. Wir können das gerne nochmal klären. Okay, ja. Also, aber ihr könnt jetzt gleich ziehen. Scheiße. Ja? Gut, seid ihr bereit? Das heißt, ich kann so lange überlegen, wie ich will. Warte mal, hier kommt der Filmtitel. Ach, muss erstmal meine Karte. Warum? So lange, wie ich will. Ready? In der Sekunde, in der ich den zeige, legst du los. Die haben es ja falsch gemacht. Ja, ja, weil also ihr müsst eigentlich nur richtig raten. Okay. Ja. Ready? Okay. So, kommt der erste Gegenstand. Hätte ich die andere Seite genommen. Das ist kein mehr. Was bin ich? Ich hab's mir selber scheiße ausgedrückt. Ah, wieder? Wo ist ein Koffer. Was könnte mit dem Koffer zu tun haben? Wer verreist denn gerne im Film? Was ist das? Nee. Warte. Ist das ein Samurai-Schwert gewesen? Komm. Was? Geld? Ist das Geld und ein Koffer? Das bringt ja nichts. Koffer voller Geld? So ein Mafia-Film irgendwas? Also denk dran, auf den Buzzer hauen, sagen, welcher Film. Ich hab doch denn Zeit, zwei Versuche. Steven, ich hab Zeit. Nee, das ist auch der falsche. Ein Koffer voller Geld. Wo braucht man das denn? Was ist denn, das? Ah! Ja? Hast du noch eine Adrenalinspritze? Okay. Stimmt, da ist sie. Pulp Fiction. Und das ist richtig. Oh, wow, wow. 2-2. 2-2. Aber ich kann dazu nur sagen, das Samurai-Schwert war richtig. Ja, es war der gleiche Regisseur, aber ich wollte nicht sagen. Aber Samurai-Schwert hätte ich Bodyguard gedacht. Wieso, das ist auch der richtige Film. Ich hätte Bodyguard mit Kevin Costner gedacht. Ja, Samurai-Schwert. Auch da. Verstehst du? In Pulp Fiction auch. Ja, klar. Das hat mit der Maske und dem Ball zu tun. Joko, da musst du doch nach Hause nehmen. Kommt da Bruce Willis. Ach, fuck, stimmt. Also, 2-2. Ja. Ah, shit. Und ich dachte, ist ja jetzt nicht unwahrscheinlich, dass der andere Film auch noch dabei ist. Nicht, dass ich das falsche... So, es geht jetzt um den entscheidenden dritten Punkt. Wir haben alles wieder aufgebaut und du darfst wählen. Oh Gott, nein, ich kann so schlecht wählen. Machst du? Ja, nee, ich hab's auch eben scheiße gemacht, deswegen mach du. Ja. Wir haben beide den Kack für uns selber gewählt. Oh nein, du guckst schon so. In der Sekunde, in der ich ihn zeige, starte die Zeit, zwei Versuche, bitte, los geht's. Oh. Schweigende Lämmer. Oh, ja, alter Falter. Sehr gut. 5,9 Sekunden. Mega gut. Okay, wie viele Sekunden haben wir? Oh, also ihr müsst das gut. Am besten innerhalb von 5 Sekunden das Rätsel lösen. Gut, seid ihr bereit? Ja, sonst gehört der dritte Punkt hin. Ja. Wayne, volle Konzentration. Ich hoffe, sie schafft es in 5 Sekunden überhaupt an den Tisch. Sie steht direkt vom Tisch. Bereit? Ja. Oh, fuck it. Sorry. Nee. Ich glaube, das wird eng. Ja. Und zu Ende. Scheiße. The fucking Matrix. Ja. Aber das war auch echt schwierig. Die Matrix. Das war echt schwierig. Hier, also Zack. Noch dreimal jetzt. Aber fuck. Harte Gegner. Die Matrix, die Besten. Sehr, sehr engagiert wart ihr. Gut. Vielen herzlichen Dank, Wayne und Anne, fürs Mitmachen. Alles Gute. Dankeschön. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, guck mal, was wir noch alles gehabt hätten an wunderbaren, schönen Filmen.